Der Ausverkauf an den Aktienmärkten ist zunächst einmal gestoppt. Nachdem es in den vergangenen Tagen so deutlich nach unten ging, kann der DAX am Dienstag wieder rund 1% zulegen, ist knapp über der Marke von 11.700 Zählern zu finden. Ähnliches Bild auch in den USA, Dow und S&P am Nachmittag deutlich vorne. Und der Grund hierfür ist der Blick auf den Devisenmarkt. Manch einer befürchtete, dass der Handelskonflikt sich jetzt auch auf den Devisenmarkt auswirkt, nachdem der chinesische Yuan am Montag doch sehr deutlich nachgab, der US-Dollar dementsprechend aufgewertet ist und Donald Trump schon sagte, das könnte in Richtung Währungskrieg gehen. Er hatte ganz klar gesagt, das wären Manipulationen, hat dementsprechend schon wieder gewettert und auch die Börsianer waren doch sehr verunsichert. Jetzt allerdings hat sich das Ganze wieder etwas normalisiert, das heißt, die chinesische Währung hat wieder zugelegt und auf der anderen Seite hat die chinesische Zentralbank auch bekannt gegeben, dass sie interveniert, dass sie Wertpapierkäufe vornimmt und dementsprechend wird die Währung dann weiter stabilisiert. Also die Befürchtungen von einem Währungskrieg, die bleiben zunächst einmal aus und das tut dem Markt im aktuellen Umfeld doch gut. Auch Quartalszahlen gab es am heutigen Handelstag, die mag man nicht vergessen, an einem Tag, an dem alle natürlich wieder nur in die USA und nach China blicken und schauen, was sich beim Handelskonflikt tut. Zahlen der Deutschen Post und Beiersdorf gab es. Beide Unternehmen konnten überzeugen. Die Deutsche Post hat ja auch ihre Prognose angehoben und die Unternehmen können sich freuen. Die Aktien zwischen 5% und 3% am Nachmittag vorne. Also da geht es ganz deutlich nach oben. Was die Anleger in Stuttgart noch beschäftigt, ist einerseits der Blick auf den S&P 500. Der hat in den vergangenen Tagen rund 6% verloren. Heute wieder die Gegenbewegung, 1% vorne. Und Anleger sagen, da ist noch mehr drin. Calls sind hier also ganz rege gesucht. Die Feinunze Gold, auch ein spannendes Thema. Nahe ihrem 6-Jahres-Hoch, das sie am gestrigen Handelstag erklommen hat. Also da geht es nicht unbedingt heute deutlich gen Süden, dass man hier Gewinnmitnahmen oder Ähnliches sieht. Nein, die Krisenwährung bleibt relativ stabil und hier nutzen Anleger die Intraday-Schwankungen für kurzfristige Positionen. Legen wir auf die Termine, die zur Wochenmitte spannend sind, sprich in erster Linie natürlich Quartalszahlen. Die kommen von der Commerzbank, von E.ON, Wirecard, Dürr, Continental und vielen anderen. Das sind wie gesagt die Halbjahreszahlen und im Fokus der Anleger in Stuttgart insbesondere die Zahlen von Wirecard. Das Unternehmen war ja in den vergangenen Monaten viel in den Schlagzeilen, insbesondere aufgrund der Vorwürfe der Financial Times hinsichtlich möglicher Bilanzierungsfehler. Hier ist es momentan jetzt etwas ruhiger geworden. Das operative Geschäft, das scheint wirklich rund zu laufen. Der CEO hatte vor wenigen Tagen im Rahmen der Hauptversammlung bereits gesagt, dass hier auf ein Rekordhalbjahr zusteuern. Entsprechend hoch ist die Messlatte für den morgigen Handelstag. Und in Stuttgart liegen bei vielen Anlegern Calls in den Depots. Sie setzen also ganz klar darauf, dass die Aktie weiteren Rückenwind bekommt. Ich wünsche Ihnen jetzt aber erstmal einen schönen Feierabend.